Der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat erfolgreich gegen den Deutschen Fußballbund geklagt. Das Landgericht Frankfurt am Main entschied am Mittwoch, dass die Altersgrenze von 47 Jahren für Spitzenschiedsrichter beim DFB nicht rechtmäßig ist. Der frühere Bundesliga-Referee aus Berlin erhält eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro aufgrund von Altersdiskriminierung. Gräfe war für die Schiedsrichterliste der Saison 2021/22 nicht berücksichtigt worden. Das Gericht sah es laut der deutschen Presseagentur als erwiesen an, dass Gräfes Alter von 49 Jahren bei dieser Nichtnominierung eine Rolle spielte. Wenngleich in den Regelwerken des DFB eine Altersgrenze für Schiedsrichter nicht schriftlich fixiert sei, bestehe aber tatsächlich eine praktizierte Altersgrenze von 47 Jahren, so das Gericht.